So, guten Abend. Ich begrüße alle ganz herzlich, alle interessierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer unseres heutigen Vortrags. Wir freuen uns, dass wieder so viele Interessierte den Weg zu uns gefunden haben und unser Online-Format mit Interesse annehmen. Das ist wirklich sehr erfreulich. Dies ist nun schon der sechste oder siebte Online-Vortrag unseres Bildungswerkes. Ich weiß es gar nicht genau. Aus der Not entstanden, da wir wegen der Corona-Pandemie unsere Bildungsreisen nicht durchführen konnten, stellen wir jetzt aber mehr und mehr fest, dass dies doch ein ganz gutes Format ist, um mit Bildungs- und Gedenkvorträgen am Thema zu bleiben. Mein Name ist Roland Vossebrecker, ich bin aus Bergisch Gladbach und im Hintergrund wirkt heute Andy Kaas in Berlin, der sich um die Technik kümmert. Wenn ihr nach dem Vortrag Fragen habt, dann könnt ihr diese im Chat eintippen. Andy wird das dann moderieren und ich will mir Mühe geben, die Fragen so gut ich eben kann zu beantworten. Ich denke, dann starte ich jetzt einmal den Vortrag. Bereits am 21. September 1939, also 3 Wochen nach dem Einmarsch der Wehrmacht in Polen, forderte der Chef des Reichssicherheitshauptamtes, Reinhard Heydrich, die sofortige Konzentrierung der Juden in städtische Ghettos, um, so wörtlich, eine bessere Kontrollmöglichkeit und später Abschubmöglichkeit zu haben. Dies erfolgte zu einem Zeitpunkt, zu dem den Verantwortlichen selber noch nicht klar war, was mit den jüdischen Menschen geschehen sollte. Als gut 2 Jahre später der systematische Massenmord in den dafür eigens errichteten Vernichtungslagern begann, erwies sich eben diese Konzentration der Juden in den Ghettos als logistische Voraussetzung für die Deportationen hunderttausender Menschen in die Mordstätten. Allerdings waren die Ghettos bereits vor den Deportationen Orte des Leidens, des Hungerns, des Todes. Etwa ein Fünftel aller Opfer des Holocaust starb in den Ghettos. Formal ging die Errichtung der Ghettos auf Heydrichs Befehl zurück. In der Praxis war dieser Prozess aber von der Initiative der örtlichen Behörden abhängig. Es entstanden bis zum Beginn der Deportation auf besetztem osteuropäischen Boden über 1100 Ghettos sehr unterschiedlicher Struktur und Größe. Viele Ghettos in kleineren Städten und Dörfern waren sogenannte offene Ghettos, die wegen Material- oder Personalmangels nicht durch Zäune oder Mauern abgetrennt waren. Manche bestanden auch nur für sehr kurze Zeit. Wirklich bekannt sind heute nur noch wenige. Das Warschauer Ghetto mit etwa 400.000 Menschen, das größte wegen des berühmten Aufstands im Frühjahr 1943. Oder das Krakauer Ghetto, das durch den Film Schindlers Liste zu einiger Bekanntheit kam. Das Ghetto Litzmannstadt, um das es heute gehen wird, war das erste städtische Großghetto und es existierte auch die längste Zeit. Von Frühjahr 1940 bis zur Deportation der letzten etwa 70.000 überlebenden Ghettoinsassen nach Auschwitz im August 1944 und bis zur endgültigen Befreiung im Januar 1945. Die polnische Großstadt Łódź, polnisch Łódź, wurde am 8. September 1939 von den Deutschen besetzt und im April 1940 von den Nazis in Litzmannstadt umbenannt. Karl Litzmann war ein General des Ersten Weltkrieges und NSDAP-Mitglied. Da Łódź, anders als zum Beispiel Warschau, im Krieg nicht so systematisch zerstört wurde, ist die Geschichte dieses Ghettos besonders gut dokumentiert. Viele wertvolle Zeugnisse sind erhalten geblieben. Es gibt viele Tagebücher von Ghettobewohnerinnen und Ghettobewohnern, aus denen ich heute öfters zitieren werde. Außerdem existierte im Ghetto ein Archiv
als Behörde der jüdischen Verwaltung in diesem Gebäude, in dem ab 1941 unter anderem eine ausführliche Tageschronik der Ereignisse des Ghettos angefertigt wurde. Dieses Foto zeigt den Blick aus dem Fenster des Archivs, links die Marienkirche, die in Ghettozeiten als Materiallager genutzt wurde, vorne eine der Ghettobrücken, darunter führte eine Straßenbahnlinie quer durch das Ghetto. Neben diesen schriftlichen Dokumenten sind auch sehr viele Fotos erhalten geblieben, und zwar aus zwei sehr unterschiedlichen Quellen. Die beiden jüdischen Fotografen, Henrik Ross und Mendel Grossmann, fotografierten einerseits offiziell im Auftrag der jüdischen Verwaltung, andererseits aber dokumentierten sie auch heimlich das Leben und Leiden der jüdischen Ghettobevölkerung. Walter Genewein hingegen war tätig in der deutschen Ghettoverwaltung. Auch von ihm sind zahlreiche Bilder erhalten geblieben. Es liegt auf der Hand, dass sich die Perspektiven der jüdischen und des deutschen Fotografen sehr unterschieden. Dieses Bild von Walter Genewein zeigt ihn bei seiner Hauptbeschäftigung, dem Geldzählen. Er war nämlich der Finanzleiter der deutschen Ghettoverwaltung. Als solcher war er verantwortlich für die Vermögenswerte, die den Juden geraubt wurden, auch für den Gewinn, der aus jüdischer Arbeit in den Ghettobetrieben erzielt wurde, und er verwaltete auch die Gewinne, die sich aus den Habseligkeiten der Ermordeten für die Deutschen ergaben. Zwischen 1941 und 1944 nahm er einige hundert Farbdias auf, in denen er unter anderem die Produktionserfolge der Ghettobetriebe dokumentierte. Das Leiden der jüdischen Menschen ist auf seinen Bildern nur indirekt erkennbar. Ganz anders ist das bei den Fotos von Henrik Ross. Hier sein Ghettoausweis. Im Auftrag der Ghettoverwaltung machte er Porträtaufnahmen für eben solche Ghettoausweise. Daneben fotografierte er auch das Leben der Menschen im Ghetto, ihr Leiden und ihr Sterben. Mit manchmal feinem Humor zeigte er aber auch ihre kleinen Freuden und seltenen glücklichen Momente. Eltern, die mit ihren kleinen Kindern spielen, eine Hochzeitsfeier, eine Liebesszene. Henrik Ross blieb im August 1944, als fast alle Ghettobewohner nach Auschwitz deportiert wurden, als Teil des sogenannten Aufräumkommandos im Ghetto zurück. Dadurch hatte er die Gelegenheit, seine Fotos in Kisten auf dem Gelände des Ghettos zu vergraben und sie nach der Befreiung zu bergen. Auch Mendel Grossmann arbeitete offiziell im Auftrag der Ghettoverwaltung. Aber auch er fotografierte viel heimlich, manchmal mit versteckter Kamera, um das wirkliche Leben seiner jüdischen Leidensgenossen zu zeigen. Dieses Foto von Henrik Ross zeigt Mendel Grossmann, wie er verbotenerweise eine Deportationsaktion fotografiert. Eine lange Kolonne Menschen ist auf dem Weg zum Verladebahnhof Radegast, von wo die Züge Richtung Kulmhof, später Richtung Auschwitz fuhren. Links im Vordergrund ein jüdischer Ghettopolizist. Mendel Grossmann wurde im August 1944 selbst nach Auschwitz deportiert. Es gelang ihm aber noch vorher, viele seiner Fotos und Negative auf dem Ghetto-Gelände zu verstecken. Von Auschwitz aus wurde er in weitere Lager deportiert. Er starb wenige Wochen vor Kriegsende auf einem Todesmarsch. Alle diese Bilder erzählen Geschichten. Geschichten von Menschen, die man erst dann versteht, wenn man sie im Kontext der Geschichte des Ghettos betrachtet. Im Folgenden möchte ich einige dieser Bilder zeigen, kurz erläutern und dann ein passendes Zitat dazu vorlesen. Ich beginne mit einigen Bildern Geneweins.
Als Farbbild ist dieses Foto leicht als eines von Walter Genewein zu erkennen. Auf dem Schild steht Bekanntmachung und der Hinweis auf die Polizeiverordnung vom 8.2.1940 über die unrechtmäßige Entfernung der Juden aus dem Ghetto wird ab sofort allen Juden das Verlassen des Ghettogebietes bei Strafe verboten. Litzmannstadt, den 22. April 1940, der Polizeipräsident Schäfer. Es war am 8. Februar 1940, als Polizeipräsident Johannes Schäfer die Errichtung des Ghettos und den Umzug der jüdischen Bevölkerung auf das für das Ghetto vorgesehene Gebiet, das sich über Teile der Altstadt und das Armenviertel Baruti erstreckte, befahl. Etwa 160.000 Menschen werden hier auf ca. 4 Quadratkilometern eingesperrt. In der offiziellen Bekanntmachung hieß es: Alle Personen, die von der Umsiedlung betroffen werden, dürfen grundsätzlich einen Koffer mit ihrer Leibwäsche, persönlicher Kleidung und Familienandenken mitnehmen, und zwar in dem Umfange, den jeder Einzelne ohne besondere Transportmittel mit sich tragen kann. Das Ghetto wird im Mai eingezäunt und streng bewacht. Aus dem Sonderbefehl für den Schusswaffengebrauch bei der Bewachung des Ghettos Litzmannstadt. Bei jedem Versuch eines jüdischen Ghettobewohners, auf irgendeine Weise das Ghetto unerlaubt zu verlassen, ist sofort von der Schusswaffe Gebrauch zu machen. Jeder Jude, der irgendwelche Schmuggelwaren oder Geld über den Zaun wirft oder über den Zaun geworfene Gegenstände in Empfang nimmt, wird, wenn er unmittelbar dabei angetroffen wird, ohne Anruf erschossen. Genewein fotografierte auch seinen Vorgesetzten, den deutschen Ghettoverwalter Hans Biboff. Biboff, die Aussprache übrigens unklar, manche sagen Bibo, war ein Bremer Kaffeehändler und übernahm die Ghettoverwaltung im Mai 1940, und er betrieb dieses Ghetto mit unternehmerischem Elan wie einen gewinnbringenden Betrieb. Über die Jahre entstanden unter seiner Leitung zahlreiche Fabriken im Ghetto, Ressorts genannt, die im Auftrag deutscher Firmen, vor allem aber für die deutsche Wehrmacht, produzierten. Biboff schrieb im April 1943 an Oberbürgermeister Werner Wenzki: Die Ernährung der Juden ist in der jetzigen Form nicht mehr zu verantworten, weil anderenfalls ein Absinken der Leistung zum Schaden der Wehrmacht eintreten würde. In den Werkstätten und Fabriken brechen die Arbeiter an ihren Werkplätzen zusammen. Die Verpflegung aus den Gemeinschaftsküchen der Fabriken ist, wovon sich der Wirtschaftsverband jederzeit überzeugen kann, untragbar. Berücksichtigt man weiter, dass im Monat März pro Jude und Tag 30 Pfennig für die Ernährung ausgegeben worden sind, dann wird dadurch wohl am besten bewiesen, wie wenig an Verpflegung in das Wohngebiet der Juden hineingegeben wurde. Kein jüdisches Arbeitslager oder Strafgefangenenlager kommt auch nur annähernd mit dem gleichen geldlichen Satz aus. Die Erfolge der Ghetto-Produktion wurden in Alben, Statistiken und Ausstellungen aufwendig dokumentiert, wie dieses Bild von Genewein zeigt. Juden im Ghetto Litzmannstadt fertigten Modewaren für deutsche Firmen wie Neckermann und andere. Der jüdische Chronist Oskar Singer notierte dazu: Diese Ausstellung erwies sich als ausgezeichnetes Propagandamittel für das Ghetto und wurde als Prunkstück des Ghettos so ziemlich jeder Kommission, die ins Ghetto kam, gezeigt. Ganz anders äußert sich sein Kollege Oskar Rosenfeld in seinem Tagebuch: Ghetto verherrlicht sich selbst, feiert eigene Sklaverei.
Hans Biboffs Absichten deckten sich mit jenen von Chaim Rumkowski, den die Nazis zum Judenältesten von Litzmannstadt ernannt hatten und der also an der Spitze der jüdischen Selbstverwaltung des Ghettos stand. Er hatte bereits sehr frühzeitig den Deutschen angeboten, die Arbeit in ghettoeigenen Betrieben zu organisieren, um somit die Lebensmittelversorgung für die Juden sicherzustellen. Dieses erschütternde Bild Genewains zeigt den weißhaarigen Rumkowski, umringt von einer Delegation deutscher Amtsträger bei einem Besuch Heinrich Himmlers im Ghetto. Himmler ist hinter der Glasscheibe des Autos zu erkennen. Beachtet bitte das Nummernschild. Links im Vordergrund in der braunen Uniform Werner Wenzki, der damalige Oberbürgermeister Litzmannstadts. Das Gespräch zwischen Himmler und Rumkowski wurde von Rumkowskis persönlichem Sekretär aufgezeichnet. Wie geht es hier? Fragt Herr Himmler. Wir arbeiten und schaffen eine Arbeitsstadt. Und wie geht die Arbeit voran? Ich denke nicht schlecht. Ich hoffe, sie wird noch besser werden. Ich tue alles, um die Arbeit zu intensivieren und zu verbessern. Meine Devise ist Arbeit, Ruhe und Ordnung. Arbeiten Sie also weiter zum Wohle Ihrer Brüder im Ghetto und dann wird es euch gut ergehen, hat Herr Himmler das Gespräch beendet. Zwei letzte Fotos von Walter Genewein. Sie zeigen Pabianice, ein Verwertungslager, einige Kilometer von Łódź entfernt. Manche von euch kennen bestimmt den Begriff Kanada für das sogenannte Effektenlager in Auschwitz, wo die Habseligkeiten der Opfer gesammelt, aufbewahrt und sortiert wurden. Im Januar 1942 begannen die Deportationen jüdischer Menschen aus dem Ghetto Litzmannstadt in das neu errichtete Mordlager Kulmhof in dem kleinen polnischen Dörfchen Chełmno. Pabianice war das Kanada von Kulmhof. Und die Bilder zeigen, wie involviert Walter Genewein auch in den Massenmord gewesen ist. Nun zu den Fotos der jüdischen Fotografen und ihren Blick auf die Ghetto-Realität. Das gravierendste Alltagsproblem der Menschen im Ghetto war der Hunger. Der deutsche Stadtoberinspektor Quay schrieb dazu: Der arbeitende Jude, der weltanschaulich gesehen für uns ein auszubeutendes Kapital darstellt, ist in dem organisierten Großeinsatz einer Maschine vergleichbar, die dann nur auf volle Touren gebracht werden kann, wenn sie entsprechend geschmiert wird. Nach den bereits vor Mitte November erstellten Erhebungen gehen die Zutaten für die Gefängniskost über das den Juden zugebilligte Beköstigungsmaß hinaus. Die sofortige Einrichtung von Gemeinschaftsküchen in Anlehnung an die Gefängniskost mit einem Zubrot für Schwerstarbeiter ist bei den zahlreichen Ausfällen von gelernten jüdischen Arbeitskräften ein Gebot der Stunde, weil derer voller Einsatz die Selbstversorgung der gesamten Juden gewährleisten und den Staat von unrentablen Zuschüssen für den Unterhalt der ohnehin als Landplage empfundenen Juden nach Möglichkeit bewahren soll. Soweit die damalige deutsche Perspektive. Den Juden sollte also die gleiche Ernährung zugebilligt werden wie Gefängnisinsassen. Tatsächlich lagen die Rationen aber meist weit darunter. In den Tagebüchern aus dem Ghetto ist beinahe täglich vom Hunger die Rede. Und oft wird auch deutlich, wie der Hunger und die Verelendung die sozialen Beziehungen vergiftete. Irene Hauser schrieb in ihr Tagebuch: Das Anstellen um Lebensmittel eine Katastrophe. Schlägereien, 5 Stunden stehen, dann geht man leer nach Hause.
Im Laden stehlen sie einem alles aus den Händen vor Hunger. Irene Hauser war mit ihrem Mann und ihrem kleinen Sohn aus Wien in das Ghetto deportiert worden. An anderer Stelle schreibt sie über ihren Mann: Bin sehr traurig und lebensmüde, weil er fürs Kind nicht richtig sorgt. Lange halten wir es nicht mehr aus. Wir müssen gehen oder er geht. Er wirtschaftet sinnlos und ich habe keine Macht über ihn. Wir sind bei ihm verloren. Ich soll ihm das Brot in die Bank bringen und kann nicht mehr kriechen. Er lässt uns, ohne mit der Wimper zu zucken, verrecken. Das Kind weint Hunger, der Vater Zigaretten, die Mutter will sterben, das Familienleben im Ghetto. Die Ghetto-Chronik vermerkt am 12. Januar 1941: Ein achtjähriger Denunziant. In einem der Reviere des Ordnungsdienstes hat sich ein achtjähriger Junge gemeldet, um seine eigenen Eltern anzuzeigen, denen er vorwirft, dass sie ihm die zustehende Brotration nicht ausgeben. Der Junge verlangte entsprechende Ermittlungen und die Bestrafung der Schuldigen. Ohne Kommentar. Trotz des Hungers und des Elends lebte das Ghetto bis in den Herbst 1941 in einer Art Scheinautonomie unter Leitung Rumkowskis und seines Judenrates. Diese wurde empfindlich gestört durch die Einsiedlung von fast 20.000 Juden aus verschiedenen deutschen Städten sowie aus Wien, Prag und Luxemburg. Außerdem wurden noch etwa 5.000 Roma aus dem Burgenland ins Ghetto gebracht und in einem eigenen abgetrennten Areal untergebracht. Zur traurigen kurzen Geschichte dieses sogenannten Zigeunerlagers möchte ich zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht einen eigenen Vortrag anbieten. Dieses Foto zeigt die Ankunft der aus dem Westen deportierten Juden, denen man nicht mitgeteilt hatte, wohin man sie bringen würde. Oskar Rosenfeld, aus Prag deportiert, war einer von ihnen. In seinem Tagebuch schildert er eindrucksvoll seine Ankunft. Der Zug hielt auf freiem Feld. Die Coupé-Türen wurden aufgerissen. Müde, zerquält, in den Händen Koffer, auf dem Rücken die Rucksäcke, unter den Armen Bündel, so krochen mehr als 1.000 Menschen die Trittbretter hinab. Tiefer Kot, Schlamm, Wasser, wohin sie traten. Es war Herbst. Polnisch-russischer Herbst. Feldgraue Gestapo trieb an. Vorwärts, lauf, lauf, schrien blonde, gut genährte Jungs. Unvergesslich der eine, mit rötlich-borstigem Bart und rötlichen Augenbrauen, stechendem Blick, schnarrender Stimme. Er schrie die Neuansiedelnden an: Lauf, du Judensau! Stieß gegen Frauen, die nicht wussten, wohin sie sich wenden sollten. Wo war man gelandet? Wem gehörte man an? Wo war die hilfreiche Hand, die sich entgegenstreckte? Wer übernahm die 1.000, die in die Öde von Lodz hineingeschleudert worden waren? Nichts, nichts. Man kam nicht zur Besinnung. Das Hirn war leer. Man vergaß sogar daran, dass man einen Tag und eine Nacht fast nichts gegessen hatte. Der Zug formierte sich. Durch Kot und Schlamm ging es irgendwohin. Neugierige standen an den Rändern einer Straße, einer verwahrlosten, häuserarmen Gegend, von der man nicht sagen konnte, ob sie Stadt oder Dorf sei. Menschen, zerlumpt, zerfetzt, mit wachsbleichen Gesichtern trotteten daneben. Man begegnete Karren, kleinen Wagen, die von jungen und alten Leuten, nicht von Tieren, geschleppt wurde. Müde, mit gekrümmten Rücken, zahllose Kreaturen. Daneben Gesichter, die alles Leid schon überwunden hatten, auf denen geschrieben stand: Wir halten durch, wir überleben euch, ihr könnt uns nicht zerstören. Armselige Kramläden, Schenken, Kaffeehäuser, Zigarettenverkäufer, Mädchen und Kinder, die irgendetwas feilboten,
Geruch von Dingen, die im Westen nicht zu sehen sind. Junge Menschen in Uniform mit dem Zionsstern am Arm. Geschrei neben Stille, darüber ein nebelgrauer Himmel, durch den bisweilen rabenartige Vögel fliegen. Das war das Verbrecherviertel von Lodz, das Ghetto Litzmannstadt. Unser Weg ist Arbeit, war das Motto Rumkowskis und sein Versuch, die Juden durch produktive Arbeit für die Deutschen unentbehrlich zu machen und dadurch zu schützen. So entstanden im Ghetto zahlreiche Ressorts, in denen vor allem Güter für die Wehrmacht gefertigt wurden. Hans Biebow schreibt in einem Rechenschaftsbericht der Ghettoverwaltung im März 1943, anfänglich stand insbesondere die Wehrmacht auf dem Standpunkt, dass den jüdischen Handwerkern keine Qualitätsarbeit zuzutrauen sei. Heute hat sich diese Einstellung grundlegend geändert, denn alle Fertigwaren finden den uneingeschränkten Beifall der Wehrmachtsstellen und veranlassen diese, Aufträge in einem Umfang zu erteilen, die wohl von keinem anderen Unternehmen in Deutschland auch nur annähernd aufgenommen werden könnte. Die jüdische Selbstverwaltung bemühte sich, auch möglichst viele Kinder in den Fabriken des Ghettos zu beschäftigen, um sie vor Deportationen zu schützen. Ein natürliches, kindliches Leben war im Ghetto nicht möglich. Sie waren täglich mit dem harten Ghetto-Alltag konfrontiert, mussten oft stundenlang an den Essensausgaben Schlange stehen, sich um jüngere Geschwister kümmern, wenn die Eltern arbeiten mussten, oder handelten auf den Straßen des Ghettos mit Waren. Wenn Kinder einmal Zeit zum Spielen fanden, dann spielten sie das, was sie in ihrer traurigen Realität wahrnahmen. Sie spielten Ältester der Juden, sie spielten Aussiedlung oder sie spielten Ghetto-Polizei, wie dieses bewegende fotografische Meisterwerk von Henrik Ross zeigt. Von Marischin aus, einem eher ländlichen Teil des Ghettos, wo die jüdische Verwaltung einige Kinderheime betrieb, konnten sie im Juli 1943 jenseits der Zäune eine Kirmes beobachten, die für sie natürlich unerreichbar war. Aus der Ghetto-Chronik: Die Ghetto-Kinder haben noch niemals ein Karussell gesehen und selten Musik zu hören bekommen. Sie lauschen und gucken in eine fremde und merkwürdige Welt, wo Kinder wie im Schlaraffenland leben. Ein Karussell, greifbar nahe, nur Drähte dazwischen. Hier Kinder, dort Kinder, aber doch andere Menschen. Für die jüdischen Fotografen war es streng verboten und mit Sicherheit extrem gefährlich, Aussiedlungsaktionen zu fotografieren. Dennoch haben Henrik Ross und Mendel Grossmann dies gewagt. Die Deportationen begannen im Januar 1942 und bewirkten in der Ghettobevölkerung Angst und Panik. Zwar wussten die Juden des Ghettos lange nicht, wohin die Deportierten gebracht würden, aber das Unbekannte schien noch wesentlich schrecklicher als der furchtbare, aber bekannte Ghettoalltag. Erst im Laufe des Jahres 1942 wurde den Ghettobewohnern nach und nach immer klarer, dass die Transporte in den Tod gingen. Zwischen Januar und September 1942 wurden mindestens 77.000 Menschen aus dem Ghetto Litzmannstadt im Mordlager Kulmhof in Gaswagen ermordet. Der Chronist Oskar Rosenfeld schreibt: Die Menschenzüge sind zumeist lautlos. Alle sind gefasst. Einzelne brechen zusammen, bleiben tot liegen. Andere machen vor dem Reiseantritt ihrem Leben ein Ende. Aber die Straße erfährt nichts davon. Sie kümmert sich nicht um Einzelschicksale. Sie gehört allen. Sie ist gerecht. Wer fällt, bleibt liegen. Wir haben keine Zeit.
Der Hunger drängt und der Tod wartet. Andere Frauen wieder sitzen beim Friseur vor der Deportation, lassen ihre Haare schön machen, das Leben begehrend. Manche Fotos wirken sehr harmlos, wenn man den Kontext nicht kennt. Man sieht hier Kinder geordnet eine Straße entlang spazieren, von einer Erzieherin begleitet. Man könnte meinen, dass es sich um einen Klassenausflug handelt. Jedoch, im September 1942 forderten die Deutschen die Deportation aller alten Menschen über 65 und aller Kinder unter 10 Jahre. Das Ghetto sollte dadurch wirtschaftlicher werden und nur die arbeitende Bevölkerung sollte zurückbleiben. Diese Kinder hier sind also nicht auf einem Wanderausflug, sondern sie sind unterwegs zum Bahnhof Radegast, wo die Züge warten, die sie nach Kulmhof bringen werden. Oskar Rosenfeld stammelt tief erschüttert in seinem Tagebuch: Gehsperre. Alles hungert. Seit früh nichts mehr gegessen. Was wird sein? Keinerlei Nachrichten, nicht einmal Gerüchte. Was für ein Tag. Datum? Niemand weiß. Bereits 3 Tage Hausarrest. Alles großartig inszeniert. Heute sollen sie fertig werden. Es fehlen nur noch 7000 Menschen. Wenn sie diese aufbringen, ist unser Haus gerettet. Gerüchte, Mutmaßungen, müde Gesichter der jüdischen Polizei. Einige essen aus Brotrinden, sind hungrig. Gerücht, dass Menschen nach Gustow mitgenommen werden, daher Aufregung auch bei den Geschützten. Frage, wohin, wird gar nicht mehr gestellt. Wo sind die Kinder? Haben Transporte das Ghetto bereits verlassen? Fragen, Angst vor der Nacht. Im Hof unruhige Bewohner gehen hin und her. Bereits 2 Stunden vergangen, kein Brot. Und was morgen? Keine Lebensmittel im Haus. Über 200.000 Menschen haben im Ghetto gelebt und gelitten. 45.000 sind im Ghetto an den furchtbaren Lebensbedingungen gestorben. Etwa 80.000 wurden in Kulmhof ermordet, weitere 60.000 in Auschwitz. Das sind riesige Zahlen, unter denen wir uns nicht viel vorstellen können. Ich möchte schließen mit einigen Bildern von Henrik Ross, die keinen Kommentar mehr benötigen. Sie zeigen keine Zahlen, sie zeigen Menschen. So will auch der Chronist dem künftigen Leser sagen, dass das Leid im Ghetto deswegen nicht geringer war, weil es auch einige frohere Stunden gegeben hat.
So, jetzt schalte ich mich kurz ein. Vielen Dank, Roland, für deinen Vortrag. Vielleicht können wir die Bildschirmpräsentation. Ah, nee, wir lassen das kurz an, weil sich ja eventuell Fragen auf die Fotos beziehen werden. Ja, wie gesagt, vielen Dank für den Vortrag. Wir haben jetzt hier im Chat und in diesem anderen Frage-Antwort-Funktion zwei Fragen schon. Wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt sie gerne dort hinein. Die erste Frage, Roland, bezieht sich auf das Foto, was du gezeigt hast, mit den dazugehörigen Zitaten zur Ankunft im Winter im Ghetto. Da sieht man oben auf jenseits der Straße mit Menschen, die ins Ghetto kommen, einen Menschen mit Fotoapparat, mit Kamera und mit Stativ. Und die Frage ist, ob es da einen Hinweis zu gibt, wer dieser Fotograf eventuell war oder ob es sozusagen entsprechende Fotos auch von seiner Kamera überliefert gibt. Oh, da bin ich überfragt. Ich rufe das Foto nochmal auf. Da hat offensichtlich jemand sehr genau hingeschaut. Es geht um dieses Bild, ja? Genau, und dann links in der Ecke sieht man jemanden. Ah ja. Ja, ich kann da nur mutmaßen. Ich habe keine Informationen über diesen Fotografen auf dem Bild. Ich habe aber ja zu Anfang des Fotos, des Vortrags ein Bild gezeigt, das Henrik Gross gemacht hat und den Mendel Grossmann zeigt, wie er gerade fotografiert. Also diese Fotografen, die jüdischen, haben offensichtlich auch gelegentlich gemeinsam gearbeitet. Und das kann ich jetzt hier in diesem Fall auch nur vermuten. Dann gibt es die Frage, du hast aus den Tagebüchern zitiert, unter anderem auch des einen Fotografen. Wo sind diese ediert worden oder veröffentlicht worden? Gibt es dazu einen Titel oder sind sie sozusagen in den Auszügen in anderen Büchern veröffentlicht worden? Ja, Interessenten finden da sehr viele Möglichkeiten, auf diese Fotos zurückzugreifen. Es gab eine sehr berühmte Ausstellung in Frankfurt im dortigen jüdischen Museum vor bestimmt 20 Jahren. Da gibt es einen ausführlichen Katalog zu. Von Mendel Grossmann und Henrik Ross sind auch kleinere Bildbände erschienen. Es gibt auch ein Buch, das heißt Das Gesicht des Ghettos, basiert auch auf einer Ausstellung, die als Wanderausstellung in verschiedenen Museen gezeigt wurde. Was möglich wäre, ist, dass sich Interessenten per Mail bei mir melden. Da kann ich zumindest Literaturhinweise geben. Ja, ich würde mal in den Chat gleich deine Kontaktadresse vom Bildungswerk teilen. Ja, das kannst du gerne machen. Dann haben das alle. Und ich habe eine Liste mit Literaturhinweisen, da sind auch Hinweise auf die Fotobände drin. Außerdem, auch im Internet ist natürlich sehr, sehr viel von diesen Fotografen zu finden. Ja, ich tue das mal direkt in den Chat. Da erreicht ihr. Okay. Roland, es gibt dann noch wieder eine Frage, ob das für eventuell nicht auch eine Kamera sein kann, sozusagen die Filmaufnahmen gemacht hat, oder ob es nicht auch Teil sozusagen einer Propagandaaufnahme ist. Aber in dem Fall, du hast es bereits gesagt, wir wissen es in dem Fall nicht, wer oder was das auf dem Foto Ja. weiter ist. Es gibt eine weitere Frage und das führt uns auch noch zu einer Möglichkeit, einen besonderen Gast zu begrüßen, was du, glaube ich, machen wolltest, Roland. Denn es gibt die Frage nochmal nach den Überlebenden auch des Ghettos Litzmannstadt. Und wir freuen uns ja sehr darüber, dass ein Freund des Bildungswerks und ein guter Freund von dir und ein Begleiter deiner Reisen heute Abend auch zuschaut. Und vielleicht möchtest du das mit der Frage, mit der Antwort auf die Frage verbinden, ihn auch noch einmal zu begrüßen. Ja, ich höre also, dass Leon Weintraub anwesend ist. Guten Abend, lieber Leon. Wie war denn jetzt die Frage? Wie viele Überlebende es insgesamt aus dem Ghetto Litzmannstadt gab? Oh ja, eine schwierige Frage, weil
über Zahlen in diesem Kontext ja immer schwer zu reden ist. Wir wissen es natürlich nicht ganz genau. Ich sagte, dass im August 1944 fast alle Ghettobewohner nach Auschwitz deportiert wurden. Das waren etwa 70.000, die bis dahin im Ghetto noch ausgeharrt hatten. Zurück blieben knapp 1.000 Menschen. Das war einerseits das sogenannte Aufräumkommando. Das heißt also ein Kommando, was von den Deutschen eingesetzt wurde, um eben das Gelände des Ghettos aufzuräumen und noch Werte zu sichern und dergleichen. Dazu auch einige wenige hundert versteckte Ghettobewohner. Diese Menschen haben die Befreiung erleben können im Januar 1945. Von den Menschen, die nach Auschwitz gebracht wurden, wurde der Großteil direkt nach ihrer Ankunft dort ermordet. Und eine unbekannte Anzahl von Menschen wurde als sogenannte Depothäftlinge in das Lager eingewiesen und von dort aus eben auch weiter deportiert. Aber da ist die Zahl nicht ganz gewiss. Man schätzt so in der Fachliteratur, dass es etwa 7.000 bis 8.000 Überlebende insgesamt aus dem Ghetto Litzmannstadt gegeben hat. Das ist eine erschreckend geringe Zahl, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass 200.000 Menschen das Ghetto durchlitten haben und doch eine vergleichsweise hohe Quote verglichen mit vielen anderen Ghettos. Eine weitere Frage bezieht sich noch einmal auf ich bin jetzt da namenstechnisch auch nicht so bewandert, also der Fotograf, der seine Bilder im Ghetto versteckt hat. Ja. Kannst du etwas zu der Findgeschichte dieses Fotobestandes sagen? Wie kamen die Fotos denn aus dem Ghetto? Wie sind sie überliefert worden? Nicht. Was ich weiß, ist, dass unter den also den Insassen dieses Aufräumkommandos Leute gegeben hat, die sich auskannten im Archiv. Im Archiv, das hatte ich geschildert, wurde ja zum Beispiel auch die Ghetto-Chronik angefertigt und diese ist dann in Koffern in ausgetrockneten Brunnenschacht versteckt worden. Und ein Mann namens Nachman Sonnabend, der in Ghettozeit als Postbote im Ghetto unterwegs gewesen ist und deswegen auch Zutritt zum Archiv hatte, der wusste das. Und ihm ist es gelungen, diese Dokumente zu sichern. Mit den Fotos wird es ähnlich gelaufen sein. Ich kann es jetzt aber nicht mit Bestimmtheit sagen, wie es mit den Fotos von Mendel Grossmann gewesen ist. Die nächste Frage zielt ab auf die Bewohner, die außerhalb des Ghettos gewohnt haben, die Bewohner von Litzmannstadt. Was du sagen kannst zu ihrem Eindruck, zu ihrem Wissen über das Leben im Ghetto. Besonders interessiert hier auch nochmal die Frage der Straßenbahnfahrt sozusagen durch das Ghetto. Es ist ja eine Geschichte, die man auch ansonsten aus Warschau kennt. In Litzmannstadt gab es, glaube ich, auch so eine Brücke, die dann überquert werden musste. Also wie hat die Außenwelt das Ghetto wahrgenommen? Was wusste die Außenwelt über das Leben im Ghetto? Ja, also es war zweifelsohne sichtbar, eben wegen der erwähnten Straßenbahnlinien. Es gab diese Linien, die quer durch das Ghetto führten und also die Straßenbahnlinie selbst nicht Teil des Ghettos war und von den Juden natürlich auch nicht betreten werden durfte. Es gab tatsächlich drei Brücken, drei hölzerne Brücken. Eine haben wir auf dem Bild eben gesehen, die für die jüdische Bevölkerung dann eben da war und für die Menschen übrigens sehr, sehr beschwerlich gewesen ist, diese zu nutzen. Was die deutsche oder auch polnische Bevölkerung betrifft, sie konnten mit der Straßenbahn quer durch das Ghetto fahren. Das Ghetto war ja eingezäunt, aber nicht eingemauert, sodass es also durchaus auch einen Blick in das Ghetto gegeben hat. Und von daher war es also auf jeden Fall wahrnehmbar, was dort geschah. Ich habe durch Zufall vor einigen Jahren Kontakt gehabt zu einem netten älteren Herrn, der als Kind in Łódź aufgewachsen ist.
Und er hat sich damals selbst als kleiner Nazi bezeichnet, der er damals mit 8 Jahren gewesen ist, weil er es natürlich auch nicht besser wusste. Und so hatte man es ihm beigebracht. Und er hatte die Gelegenheit, eben in der Straßenbahn durch das Ghetto zu fahren. Und seine Eltern, sein Onkel war irgendwie bei der Polizei in Litzmannstadt beschäftigt, zeigte ihm eben, guck mal, wie die Juden da leben. Das war so dieses Bild, was sich die Menschen dann von dem Ghetto gemacht haben. So, weitere Fragen sehe ich jetzt aktuell nicht. Wir können noch einen Moment abwarten und schauen, ob noch eine Frage dazu kommt. Es ist ein bisschen unübersichtlich jetzt hier, weil es so verschiedene Kanäle gibt, aber es gibt eben, so wie ich das aktuell sehe, keine weiteren Fragen. Das heißt, dass wir es dann dabei belassen können. Es gibt einige Teilnehmer und TeilnehmerInnen, die sich noch einmal bedanken für deinen Vortrag. Dem schließe ich mich an. Ich möchte zu dieser Gelegenheit noch kurz dann auch, du hast es ja eingangs gesagt, dass wir uns dazu entschlossen haben, dass wir weiter auch auf das Online-Angebot setzen, so lange, bis wir zumindest wissen und einschätzen können, wann es auch wieder andere Veranstaltungsformate gibt. Und so möchte ich euch gerne schon auf den nächsten Vortrag hinweisen, der online stattfinden wird am 14. März an einem Sonntagabend. Und an diesem Tag wird die Gruppe, die sich bei uns um die Reise nach Lviv mit dem Thema des Ghettos in Lemberg melden und anlässlich des Beginns der Aktion Reinhard im Jahr 1942 im März und den Deportationen aus dem Ghetto Lemberg melden und einen Vortrag zu diesem Thema vorbereiten. Also der 14. März. Es ist auch ja, bereits angekündigt und wir werden über alle Kanäle dahin informieren. Ich möchte ganz kurz darauf hinweisen, dass man jetzt auch unsere Videos, unsere Vorträge auf unserem eigenen neuen Bildungswerk YouTube-Kanal verfolgen kann. Also das heißt, wir versuchen eben auch die bisherigen Beiträge, die man auch noch sehen kann, auf Facebook beim Bildungswerk und auch jetzt eben, wenn wir streamen, immer auf YouTube anschauen können. Also dass das auch Leute noch nachschauen können, wenn ihr es anderen Menschen, anderen Freundinnen und Freunden empfehlen wollt. Ja, das ist einfach so für heute dann alles. Nochmal vielen Dank, Roland. Vielleicht möchtest du noch einen letzten kurzen Abschluss machen. Ich sage schon einmal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und Roland, du hast das letzte Wort. Ich sage auch Tschüss und auch bis zum nächsten Mal und bedanke mich fürs Interesse. Dankeschön. Schönen Abend noch.